Ich bin zu schnell. Alles gut? Also, schönen guten Abend. Ich heiße Jenny und ich bin Stressmanagerin. Guten Morgen. Ich heiße Pauli und ich habe einen Doktortitel in Faulenzen. Und zusammen sind wir die Stressverweigerer. Ein Funfact zu uns: Wir beide haben am gleichen Tag Geburtstag. Ja, deswegen sehen wir auch aus wie Zwillinge. Eher wie Zweieige. Ich muss mich bei euch entschuldigen, weil ich so schnell rede. Ich habe ADHS und kann das nicht regulieren. Also Pauli, dafür musst du dich absolut nicht entschuldigen. Du bist so toll, wie du bist. Oh, danke. Sag mal, Jenny, warum sind wir eigentlich hier und nicht im Bett? Ja, das hat sich vielleicht der ein oder andere auch schon heute Abend gefragt. Wir sind heute hier, um euch zu entspannen. Das ist gut. Ich hatte heute so einen anstrengenden Tag. Echt? Ja, ich konnte nur 15 Stunden schlafen. Jetzt muss ich erstmal entschleunigen. Ja, und wie machst du das? Sport soll ja bekanntlich Stress abbauen. Okay, und du glaubst, dass das Publikum jetzt Lust hat, an einem Samstagabend mit dir Liegestütze zu machen? Ja, klar. Na gut. Also, ihr schließt jetzt alle die Augen und stellt euch vor, ihr macht eine Liegestütze. Pauli? Das ist so anstrengend, Gedankensport. Da werde ich immer müde. Okay, vielleicht machen wir etwas, was nicht ganz so anstrengend ist. Ja, wie wäre es mit Faultier-Yoga? Ja, was macht man da so für Position? Den herabschauenden Hund? Nee, das Opossum. Diese Position kenne ich gar nicht. Wie funktioniert die denn? Also, ihr bleibt alle still sitzen und tut so, als wäret ihr tot. Toll macht ihr das! Ihr seid ja wahre Talente! Ja, aber sag mal, Pauli, hast du vielleicht einen Rat für mich? Und zwar habe ich was gegen Ablehnung und vielleicht kannst du mir ja einen Tipp geben, weil das löst bei mir auch oft Stress aus. Ja, das kenne ich. Ja, wirklich? Ja, ich wurde aus dem Fitnesscenter geworfen. Echt? Du hast doch nur den Sparbereich benutzt. Ja, also ich bin dreimal in der Sauna eingeschlafen. Ja, weißt du, das ist ganz schön gefährlich. Die mussten sogar den Notarzt rufen. Ja, aber als ich sogar... Die haben mich sogar aus dem
Entspannungsraum geworfen. Echt? Warte mal ganz kurz. Die haben dich aus dem Entspannungsraum geworfen? Ja, angeblich soll ich zu laut geschnarcht haben. Na gut. Und was ist jetzt so dein Tipp? Also, ich kann euch nur sagen, man kann es nicht jedem recht machen. Deshalb gehe ich nur dorthin, wo man mich schätzt. Okay, ja, und wo ist dieser Ort? Im Schlaflabor. Na gut, also in diesem Sinne, wir sind alle gut so, wie wir sind. Und ja, ich würde sagen, wie sieht's aus? Bist du schon ein bisschen müde? Ja, ich bin reif für die Kurie. Falls ihr noch Entspannungstipps braucht, ihr könnt uns auf Instagram folgen unter Puppet Holidays. Und ja, ihr könnt uns auch buchen für 1000 Euro die Stunde. Also, Pauli, das Thema hatten wir schon mal. Du kannst jetzt nicht den Preis so übertrieben hoch machen, nur damit du so wenig arbeiten musst. Okay, dann für 1,99. Wolltest du nicht ins Bett? Ja, sag mal, kannst du mir noch eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Ja, aber du schläfst doch immer schon ein, weil es war einmal. Diesmal nicht. Versprochen. Na gut, dann würde ich sagen, gehst du jetzt ins Bett, lest dir die Geschichte vor und euch wünsche ich einen wunderschönen Abend. Gute Nacht und träumt was Schönes.